Ja, hallo liebe Fans der Rasenrobotik. Ich bin Markus vom Adamower-Projekt und stelle euch hier die neueste Entwicklung vor. Das ist mein erstes Video. Wenn es hier ein bisschen hakt und ein paar S und O's zu viel sind, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, noch ein Tipp vorneweg. Was wir hier sehen, kann man sich auch live angucken. Wir sind wieder in Berlin auf der Maker Faire. Und dort kann das jeder auch selber vor Ort mal ausprobieren, wie das funktioniert und wie das Handling ist. Wenn ihr vorbeikommt, würden wir uns freuen. Ich habe hier das ganz normale Chassis aufgebaut mit dem 1.3er Board. Das ist die Software von Alexander schon aufgespielt, die Sunray. Die App ist auf dem Handy schon installiert. Und soweit ist eigentlich alles fertig. Das andere Bluetooth-Modul ist auch drauf, was benötigt wird. Noch ein Hinweis, bevor es dann losgeht. Alle Infos zu diesem Projekt, speziell jetzt auch zu dieser Umsetzung, findet ihr unten im Text unter dem Video. Da sind die Links zum Forum und allen anderen Quellen, die wir dazu haben. Und da gibt es alles nochmal detailliert erklärt. So, dann starten wir jetzt als erstes die App. Wir müssen uns mit dem Server von Alexander verbinden. Und als nächstes müssen wir die Verbindung herstellen zum Ardemur. Hier wird das Bluetooth-Netz gescannt. Unser Modul nennt sich BT05. Und wenn es verbunden ist, hier wird noch einen Moment gewartet auf die Daten. Dann sehen wir hier an der Spannungsanzeige, dass das alles funktioniert und läuft. Damit ihr einen kleinen Eindruck vom Handling habt, wie das Steuerkreuz so reagiert und wie die Motoren reagieren, werde ich mal etwas die Motoren bewegen. Ist also sehr feinfühlig, die Steuerung. Man hat wirklich eine richtig gute Kontrolle über das Gerät. So, dann kommen wir mal zu den einzelnen Funktionen, die bis jetzt vorhanden sind. Wenn wir ins Menü gehen, können wir hier das Mähen starten und stoppen. Das war für die Verbindung Connect. Wir können die Kalkulation für die Karte vornehmen. Die Mähwege werden dann kalkuliert. Wir können die Karte hochladen. Das Mähwerk ein- und ausschalten, die Karte bereinigen, wenn wir uns da komplett verfahren haben oder was anderes machen wollen. Und wir können hier einstellen, was wir genau aufnehmen. Also Exklusion, das heißt, wenn wir innerhalb des Feldes Bereiche haben, die wir nicht mähen wollen, dann können wir die freistellen. Das machen wir über Exklusion. Dann haben wir Waypoint. Die Option ist für uns im Moment zum Testen da, dass man bestimmte Strecken einfach nur vorgibt, die er abfährt. Wir benutzen das im Moment, um das mit der Ladestation in den Griff zu bekommen. Und das ist halt eine Testoption für uns. Ja, und Perimeter ist dann der Aufnahmemodus für die ganz normale Karte des Rasens. Ich hatte Alexander mal gesagt, wäre schön, wenn man mehrere Karten benutzen könnte. Das hat dann, glaube ich, einen halben Tag gedauert. Dann war auch die Funktion schon drin. Hier kann man halt verschiedene Sachen abspeichern, Szenarien. Vielleicht hat man einen Rasen vorne und hinterm Haus und will verschiedene Karten anlegen. Kann man hier machen. Oh, nicht so zurück. Gut. Ja, das war es eigentlich schon. Wir wollen ganz normal erstmal eine Karte aufnehmen für die Wiese, die virtuelle.
Deswegen haben wir hier Perimeter drin und gehen zurück. Und wir setzen dann den ersten Punkt und starten den Meer. Versuchen jetzt ein kleines Feld zu erstellen. So. Für gröbere Sachen kann man halt gerade Linien über weite Strecken erstellen. Man kann aber natürlich auch kleinere Geschichten mit mehr Wegpunkten dann feiner und differenzierter gestalten. Im Prinzip reicht uns das. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann können wir zum Beispiel jetzt schon die Karte kalkulieren, wie er mähen soll, und er stellt dann ein Mähmuster. Wir können aber auch noch den anderen Punkt ausprobieren. Das heißt, wir gehen auf Exklusion, fahren in das Gebiet rein . Das ist hier virtuell immer nicht so einfach. So, da setzen wir den ersten Wegpunkt. Oh, ich glaube, den hat er nicht. Doch, hat er genommen. So. Das kann alles Mögliche sein, was bei uns im Garten ist. Ob es ein Baum ist. Oder die Hollywood-Schaukel, die wir mal schnell hinstellen. Das Gebiet wird dann einfach rausgenommen. Wir müssen natürlich die Karte neu kalkulieren. Und dann sieht man, dass die Linien nicht mehr durch dieses Gebiet laufen. So, wenn wir dann unsere Karte erstellt haben und alles korrekt ist, wie wir uns das wünschen, dann laden wir die Karte hoch in den Ardomore und können eigentlich direkt starten. Und man sieht hier, wie jetzt der erste Wegpunkt angefahren wird, der fürs Mähen vorgesehen ist. Und Bereiche, die gemäht wurden, sieht man auch, die verlieren ihre schwarzen Striche. Das wird dann zu einer grünen Fläche. Ja. Das kann man bis zu diesem Punkt ganz normal machen. Dafür braucht man nicht das GPS-System. Wenn ihr also ein bisschen experimentieren wollt, habt ihr hier alle Möglichkeiten. Noch ein paar allgemeine Infos. Wir sind ja noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft und Alexander ist sehr fleißig dabei. Und es ist wirklich fast täglich gibt es neue Updates und neue Möglichkeiten. Ihr könnt auch während des Betriebes einfach hier neu laden. Dann lädt sich die App neu und wenn es neue Funktionen gibt, über die ihr gerade gelesen habt, dann wäre die jetzt auch schon mit drin. Das benötigte GPS-System ist von Ardo Simple und bei Marotronics im Shop bekommt ihr ein spezielles Ardomore-Set, was direkt konfiguriert ist für diesen Einsatz. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist die Spannungsversorgung herstellen und TX- und RX-Leitung verbinden. Das war es dann schon. Dann ist das ganze System schon einsatzbereit.
Im Moment ist Alexander sehr fleißig am Testen, was die Antennenfrage und die Empfänger angeht. Da gibt es verschiedene Ausführungen und er hat jetzt schon ein System, was eine große Verbesserung gebracht hat. Wir experimentieren aktuell mit Grundplatten, die wir unter den Empfänger bauen. Dadurch wird die Genauigkeit und Empfangsmöglichkeit auch nochmal deutlich verbessert. Selbst an Häuserwänden und in sehr schlecht zugänglichen Gebieten oder in der Ladestation ist dort immer noch ein gesicherter Empfang möglich mit dieser Technik. Eine aktuelle Idee ist auch, Basisstationen zu nutzen, die es schon gibt. Also es gibt Betreiber, in Berlin gibt es zum Beispiel den Senat, der Basisstationen unterhält, wo man sich anmelden kann und die man mitnutzen kann, die Daten. Das würde die Kosten für die GPS-Hardware natürlich halbieren, wenn man auf diese Netze zurückgreift. Man muss keine eigene Basisstation unterhalten, sondern wenn man was im Umkreis hat, was innerhalb des zulässigen Bereichs ist, dann kann man auch auf diese Daten zurückgreifen und spart sich die halbe Hardware. Das war's dann erstmal für heute. Ich hoffe, es war informativ. Mein Gestammel war zu ertragen. Ein großes Dankeschön nochmal an Alexander, der diese Entwicklung hier in das Projekt reinhaut und uns einen Riesenschritt nach vorne bringt. Ich hoffe, es finden sich nochmal findige Programmierer, die ihn auch zur Hand gehen können, damit diese ganze Programmierlast nicht immer auf seinen Schultern alleine hängt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.